So, jetzt noch den Stoppersteg. Der beginnt ähnlich wie der Weblein-Steg. Einmal über Kreuz, über die eigene Leine. Jetzt wiederholen wir das Ganze. Zweimal über Kreuz und führen jetzt die lose Part unter dem letzten Schlag oder dem letzten Ring durch und ziehen das Ganze fest. Sieht also ein bisschen aus wie der Weblein-Steg, aber eben nicht ganz. Die Idee dahinter ist, in diese Richtung sollte sich das Seil eigentlich gut ziehen lassen, während er in diese Richtung auf Zug komplett blockieren sollte.